willkommen zu diesem Vlog. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Melanie und für die, die mich kennen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Da sich bestimmt viele schon mal gefragt haben, wie eigentlich so ein Galileo-Beitrag entsteht, dachte ich mir, mache ich heute mal einen Vlog dazu, weil das gerade quasi mein Job ist. Während der Moderationsteil zwar direkt bei ProSieben im Studio gedreht wird, werden die einzelnen Beiträge von externen Produktionsfirmen geliefert. Und heute drehen mein Kollege Marco und ich für so einen Beitrag mit dem Thema Käsekuchen. Unser Tag beginnt im Nonna-Café in Berlin, wo wir einen Großteil schon gedreht haben und jetzt nur noch mal zur Verkostung vorbeischauen. Unsere Protagonistin Anna bekommt jetzt erstmal ihr Mikro. Nee, ist ein anderer, das ist nicht so schlimm, ist ein anderer Tag, ja. Genau, und der Sitzung und Betrieb und so. Mama, ich stehe das was geht. Ja, okay. Schauen wir das kurz. Verstecken. Unterschiedliche Szenen werden häufig nicht chronologisch gedreht, einfach weil das organisatorisch nicht möglich ist. Deshalb haben wir dann zwischendurch kurz unsere Ankunft gedreht. Manchmal müssen wir dann auch selbst vor die Kamera. Hallo.
gehen. Ja, mach das noch ohne Maske. Und sie bringt uns jetzt vielleicht nochmal kurz und dann. Als wir dann alle Bilder im Kasten hatten, haben wir uns auf dem Weg zur Konditorei Damaskus für einen weiteren Dreh gemacht. Hier haben uns Suleyman und sein Onkel Rami gezeigt, wie man ein beliebtes syrisches Süßgebäck zubereitet. Da die Protagonisten generell möglichst nicht direkt in die Kamera sprechen sollen, stehe ich hier neben Marco, damit Suleyman mit mir reden kann. Schmeckt? Sehr gut. Ja. Danke. Und weiter geht's zur nächsten Verkostung. Thank you.
nochmal heißt für uns ab vor die Kamera. Am Ende haben wir sogar noch was Süßes mit nach Hause bekommen. Oh, danke schön. Der Tag an sich war total schön und wir haben jede Menge leckere Süßigkeiten gegessen. Allerdings war mir danach auch ein bisschen schlecht. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick hinter die Kulissen gefallen und ihr seid auch beim nächsten Video wieder dabei. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Cool.